Gehen wir weiter zum nächsten Hadith. Der nächste Hadith ist ähnlich wie der erste Hadith, den wir hatten, und der zweite und der dritte. Da geht es wieder um die Arkane des Islam oder einige Arkane des Islam. Lesen den Hadith vor. Al-Hadith al-Thamin an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Das ist auch wieder überliefert von Abdullah ibn Umar. Ihr merkt, Abdullah ibn Umar hat viele Hadith, sahih, man hört seinen Namen immer wieder. Er ist mit neben Abu Huraira einer der sogenannten Al-Mukthirun. Al-Mukthirun, yani jemand, der immens viele Riwayat überliefert hat und auch viel Fatwa gegeben hat. Er ist von den sieben, die auf der Spitze stehen, was die Riwayat und die Fatwa betrifft. Überliefert von Abdullah ibn Umar, der sagte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam gesagt habe: Mir wurde befohlen, gegen die Leute vorzugehen oder gegen sie zu kämpfen, bis sie bekennen, dass es keinen Ilah außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und bis sie das Pflichtgebet verrichten und die Zakat leisten. Wenn sie das tun, dann sind ihr Blut und ihr Besitz vor mir gefeit, außer in den Fällen, in denen es einen Rechtsanspruch gibt, das was Haqqul Islam nennt, nach den Gesetzen des Islams, und ihre Abrechnung liegt bei Allah. Das ist überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Es gibt natürlich viele Hadith, die darüber sprechen, dass wer die Shahada La ilaha illallah sagt, dem steht dies zu. Wer La ilaha illallah sagt, wird in das Paradies eingehen. Wer diese Worte sagt, der ist vor der Höllenpein geschützt. Auch ohne die Erwähnung von dem Gebet und dem Fasten, wie es hier der Fall ist. Wie sind diese Ahadith zu verstehen? Erst einmal muss man aus dieser verstehen, einen ganz wichtigen Punkt, den Ibn Rajab auch hier erwähnt. Er sagt: فَإِنَّ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَتَيْن بِمُجَرَّدِهِمَا تَعْصِمُ مَنْ أَتَى بِهِمَا وَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا. Die Schahadatayn, Kalimatay, Schahadatayn, diese zwei Begriffe, die zwei Worte der Schahada, alleine sagt, بِمُجَرَّدِهِمَا, mit ihnen alleine wird der Mensch zum Muslim. Also wenn eine Person das ausspricht, gilt er als Muslim zu zählen. Und das ist eine Sache, die Fuqaha auch erwähnen anhand vieler Beispiele in ihren Büchern. Ich nenne euch ein paar Beispiele aus den Büchern der Hanabila. Die Hanabila sagen, nicht nur bei der Shahada, auch beim Gebet sagen sie das. Sie sagen, wer das Gebet betet, yani sei es im, sie sagen, fi Darul Islam oder Darul Harb, im Darul Islam oder im Darul Harb, oder wo auch immer, in der Jama'a oder alleine zur Zeit des Gebets oder außerhalb der Gebetszeit, sie sagen, فَهُوَ مُسْلِمٌ حُكْمًا. Muslim, حُكْمًا. Er ist juristisch betrachtet, gilt er als Muslim. Was heißt juristisch? Ob jemand in der Realität ein Muslim ist oder nicht, das kannst du nicht sagen. Richtig? Außer Allah Ta'ala berichtet im Koran über bestimmte Personen oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nennt Personen. Aber so allgemein von anderen Individuen jetzt. Den inneren Islam, den kannst du nie tatsächlich kennen. Deswegen erwähnen sie, dass diese Ahkam juristische Ahkam sind. Unabhängig davon, ob er wirklich ein Muslim ist oder nicht. Das ist nicht deine Sache. Es sind juristische Ahkam. Wenn du eine unbekannte Person vor dir hast, eine unbekannte Person, du weißt nichts über sie, sie kennt dich nicht, und er sagt vor dir diese Worte oder führt diese Handlungen aus,
فهو مسلم حكما. Er ist juristisch gesehen ein Muslim. Was heißt das, wenn man noch weitergeht? Ich stelle euch mal eine Frage. Nehmen wir mal an, ein Mann, den du kennst, ein Christ, ein Jude, ein irgendwas, sagt diese Worte vor dir oder er betet mit dir. Er kommt, sagt, hey, ich will heute mit dir beten. Er macht das, und um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, sagen wir einfach, er hat vorher gesagt, er möchte Muslim werden auch. Nachdem er gebetet hat oder diese Worte gesagt hat, sagt er, ich habe nur Spaß gemacht. Oder ich habe es gar nicht so gemeint. Was ich damit sagen möchte, du weißt jetzt, dass er in dem Moment, als du davon ausgegangen bist, er sei ein Muslim, war er gar keiner, oder? Er war ja gar keiner dann, ne? Weil er hat ja gesagt, wenn er die Wahrheit sagt, er wollte gar nicht Muslim werden, hat nur Spaß gemacht. Jetzt die Frage, die ich euch stellen möchte. Dann, daran erkennt ihr nämlich, was die Fuqaha mit ihrem Wort Hukman meinen. Wie beurteilst du ihn jetzt? Du weißt es. Es gibt ja diese zwei Formen des Kufr. Kufr al-Asli und Kufr al-Ridda. Die sind verschieden und auch die Ahkam sind unterschiedlich im Umgang mit Menschen. Ist er ein Kafir Asli, so wie er also schon vorher war, oder ein Murtad? Du weißt ja, er war gar nicht Muslim geworden. Er hat ja selbst gesagt, ich wollte gar nicht Muslim werden. Na, warum sagen wir Murtad? Obwohl wir wissen, er war gar kein Muslim. Weil wir ihn juristisch als Muslim gewertet hatten. Versteht ihr? Das heißt, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Es geht nicht immer um die Realitäten. Es geht nicht immer um die Realitäten. Manchmal können die Ahkam der Scharia, es kann eine Diskrepanz bestehen zwischen den Hukm der Scharia und der Realität. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel dafür, wo man das sehr klar und offensichtlich sieht. Es wird überliefert in Sahihain, dass Utba ibn Abi Waqqas und Abd ibn Zam'a hatten einen Streitfall. Sie hatten einen Streitfall. Es ging um ein Kind. Wem dieses Kind gehört. Utba ibn Abi Waqqas und er sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und beide, Utba sagte hier, ja Rasulullah, das ist der Sohn von meinem Bruder. Das ist der Sohn von meinem Bruder. Er hatte mir, bevor er gestorben ist, yani, er bat mich darum, dass ich mich um ihn kümmere. Und dann sagte er, und schau dir doch an, seine Ähnlichkeit, seine offensichtliche Ähnlichkeit zu mir. Und dann sagte Abd ibn Zam'a, er sagte, ja Rasulullah, das ist das Kind meines Vaters. Warum? Er sagte, er ist nämlich im Bett seiner Surriya geboren. Was heißt das? Ja, wenn ein Mann in einem Verhältnis mit einer Frau steht, im rechtlichen Verhältnis mit einer Frau steht und ein Kind geboren wird in diesem, ich nenne es mal jetzt Ehebett, ja, das dann gilt, also das ist der Asl, jedes Kind, was innerhalb dieses Verhältnisses geboren wird, wird diesem Paar zugeschrieben. Das sind natürlich Details und Ahkam, das können wir jetzt nicht besprechen. Versteht einfach nur mal diesen Grundsatz. Das ist nämlich der Asl. Aber der hat eine Ähnlichkeit zu Utba. Was glaubt ihr, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt gehandelt hat? Wie fiel sein Urteil aus? Offensichtlich, sie sagen, Shabahun bayyinun bi Utba. Er hat eine offensichtliche Ähnlichkeit zu Utba gehabt. Das heißt, jeder, der ihn sieht, erkennt das. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geurteilt? Wenn man nach der Offensichtlichkeitsgeneration geht,
die wir heute haben, ist offensichtlich, würde man sagen, wenn ein Fall vor ihm gebracht worden wäre, hätte er gesagt, hier, Khuzu, Utba, nimm ihn mit, der ist dir, dann ist offensichtlich alles. Der Prophet hat nicht so geurteilt. Warum nicht? Es gibt ein Asl. Es gibt ein Leitsatz in dieser Sache. Es gibt einen Leitsatz, den du nicht einfach ausschalten kannst, wenn es mal nicht mehr so offensichtlich ist. Dieser Leitsatz sagt, Al-Waladu lil-Firash walil-Ahiril-Hajar. Das Kind wird dem Firash zugeordnet, dem Ehebett. Oder dem, yani, dazu gehört auch die Surriya. Und für den Ahir gibt es den Hajar. Al-Ahir ist wer? Wer versteht diesen Hadith? Walil-Ahir al-Hajar? Manche verstehen das darunter, aber mit Al-Hajar ist hier nicht die Steinigung gemeint. Zumindest nach der Auffassung einiger. Hier ist gemeint, Al-Hajar, yani, das ist so ein Ausdruck in der arabischen Sprache. Man sagt zum Beispiel, Li Fulan al-Hajar, yani la shay. Li Fulan al-Hajar, la shay. Also bekommt nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abd ibn Abd ibn Zam'a, er sagte, Khudhu fahuwa lak. Abd ibn Zam'a, der gesagt hat, dass der Bruder einer der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, nimm ihn, er ist dir. Die Ähnlichkeit ist aber zu Utba. Hier haben wir einmal eine Realität, also etwas, was, ja, etwas Offensichtliches, und wir haben hier einmal ein Hukum der Scharia. Und genauso ist es mit der Shahada, wer diese Worte ausspricht, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, oder betet, der gilt als Muslim juristisch, ob es dir passt oder nicht. Weil diese Aussagen, ja, aber die meisten Menschen verstehen das heute nicht. Mag vielleicht so sein, kann sein. Aber das ist nicht deine Sache. Du kannst nicht das mit solchen Sachen allgemeine Texte einschränken oder sie abrogieren. Bei manchen geht es schon Richtung Nasr. Sagen, diese Texte haben heute keine Anwendung mehr. Kann man nicht mehr anwenden. Das ist eine Abrogation. Du abrogierst den Text. Womit hast du das gemacht? Mit welchem Dalil hast du diesen Text abrogiert oder eingeschränkt? Allgemeine Texte einzuschränken ist eine Form des Hukum. Das ist eine Form des Hukum. Mit was, mit welchen, du kannst nicht Texte mit deinem Realitätsverständnis einschränken. Womit hast du das eingeschränkt? Mit welchem Text? Der Prophet sallallahu alaihi sagt, man qal, man min al-fadil umum. Das gehört zu den Partikeln der Allgemeinheit. Das heißt, jeder, der das sagt, wenn du es jetzt einschränkst, dann musst du einen Delil, einen Nass bringen, einen ebenfalls ähnlichen Nass, der diesen allgemeinen Text einschränkt. Nicht mit Beispielen aus der Geschichte, die Kuffar haben auch Hajj gemacht. Das ist ein Beispiel aus der Geschichte, das ist kein Nass. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, außer mit dem Recht des Islams, was ist damit gemeint? Illa bihaqqil Islam, das wird im Hadith erwähnt, in einem kommenden Hadith, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Das Blut eines Muslims darf nicht vergossen werden, außer wegen drei. Al-Thayyibu al-Zani oder Al-Thayyibu al-Zani, sagt er, Ehebrecher, aber mit Bedingungen. Al-Nafsu bin-Nafs Mada Al-Tariku li-Dinihi Al-Mufariqu lil-Jama'a. Diese drei Sachen. Das ist der Haqqul Islam, der in diesem Text hier, diesem Hadith erwähnt wird.
طيب, kommen wir zum nächsten Hadith, al-Hadith al-Tasi'. Ach so, noch eine kleine Sache, das Vermögen der Kuffar im Dar al-Kufr. Das erwähne ich wegen der Mas'ala hier, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, asaw minni dima'ahum wa amwalahum, ihr Vermögen und ihr, das Vermögen der Dar al-Kufr darf, also es gibt tatsächlich dieses Verständnis unter manchen, dass sie alles Mögliche entwenden können von den Kuffar und dass das eine Ghanima ist. Und das Seltsame ist, dass das nicht nur mit den Kuffar, die im Sinne Kuffar, sondern auch einige, die einen Hang zur Übertreibung haben im Takfir. Ich habe das selbst gesehen, als ich in Ägypten war, gab es eine Jama'a aus der Türkei, die haben Moscheen bestohlen. Alle, ohne Ausnahme. Auch wenn sie sie nicht kennen. Für sie waren nämlich alle erstmal Kuffar, bis sie das Gegenteil bewiesen haben, nach einem ausführlichen Aqidah-Test. Der ist zu mir gekommen, er wollte uns so einen Karton Masahif schenken. Sie waren aber alle genutzt, gebraucht aus. Und als man ihn gefragt hat, sagte er, das ist eine Ranima, habe ich aus den Moscheen gesammelt. Also man sieht, wohin manchmal etwas führen kann, dass man Moscheen bestiehlt. Hier eine Aussage von Ash-Shafi, also der Leitsatz, es ist nicht legitim, selbst im Dar al-Kufr das Vermögen anderer auf heimtückische oder treulose Art widerrechtlich in Besitz zu nehmen. Ash-Shafi'i sagt in seinem Buch Al-Umm, wenn der Muslim das Dar al-Harb in Schutz und Sicherheit betreten darf und sich die Möglichkeit ergibt, etwas von ihrem Vermögen an sich zu nehmen, so ist es ihm nicht erlaubt, etwas davon zu nehmen, sei es nun gering oder ja, in beachtlichen größeren Mengen. Es wird ein Hadith überliefert bei Bukhari in diesem Kontext und Abu Dawud auch, Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah, er hatte in der Jahiliyyah eine Gruppe der Mushrikun begleitet auf einer Reise. Und auf einer Reise, Handelsreise oder derartiges. Er hat sie begleitet und unterwegs hat er sie, auf der Rückkehr hat er sie umgebracht und ihr Vermögen an sich genommen. Alles, was sie dabei hatten, hat er genommen und ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat vor ihm sein Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Darauf sagte der Prophet, und er hat ihm auch das Geld gegeben, das, was er hatte. Darauf sagt der Prophet, amal Islam faqbal. Was den Islam angeht, von dir, den nehme ich an. Wa amal mal falastu minhu fi shay. Aber dieses Vermögen, das du hier mitgebracht hast, damit will ich nichts zu tun haben. Das tu minhu fi shay. Also, ich sage mich davon los. Das ist ein Ausdruck der Lossagung. Oder in der Überlieferung von Abu Dawud sagte er einen ähnlichen Ausdruck. Er sagte, وَأَمَّا الْمَالْ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ أَمَّا الْمَالْ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ. Was das Vermögen, dieses Geld hier angeht, das ist treueloses Geld. Oder das ist Geld, das erwirtschaftet wurde durch Ghadr. Ghadr heißt Hinterhalt. Al-Ghadr ist der Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ich habe das aber erwähnt jetzt, weil es tatsächlich auch in Deutschland wird das auch von einigen wenigen gemacht. Bei manchen geht es auch noch weiter, dass sie Beziehungen mit Frauen pflegen mit der Begründung, es seien ihre Jawari, es seien ihre Sklaven, das gibt es wirklich. Und das Witzige ist, ich kenne einen, das war, ich weiß nicht mehr, welcher Landsmann er ist, aber ist nicht so wichtig. Der hat so eine Gruppe gehabt, ihr kennt diese Gangstergruppen, ne?
Er war der einzige, also er nach seiner Auffassung war der einzige Muslim unter ihnen. Und hat so eine Gruppe noch gehabt von Kuffar, die ihn begleiten, mit denen er Raubüberfälle gemacht hat. Er hat Leute ausgeraubt auf der Straße. Das ist seine Ranima. Und das Interessante ist, auf der Ranima-Sammlungstour begleiten ihn Kuffar nach seiner eigenen Aussage.